lebt noch. Sie ist noch da. Sie hat Belize überlebt, sie hat Österreich überlebt. Und ich muss sagen, es liegt daran, dass ich, glaube ich, noch nie so eine coole Sonnenbrille hatte. Also wenn ihr mal alle anderen vergleicht von der Weltreise, ist das doch die beste, oder? So, die letzten Tage und Wochen, die gingen ja so ein bisschen Schlag auf Schlag hier bei uns. Spontan Belize gebucht. Wir haben gerade den nächsten Flieger gebucht. In Belize gewesen. Ist das abgefahren, ja. Zwei hier. Tauchgänge folgen noch. Von Belize zurückgeflogen mit einer Nacht in Feldbetten am Flughafen in Dallas. Stimmt. Kurz in Deutschland gewesen. Boah, ist ja richtig warm hier. 3 Tage nur in Deutschland. Dann in Österreich wandern gewesen. Wanderschuhe wieder im Einsatz. Und jetzt sind wir wieder in Deutschland. Seit ein paar Wochen, aber keine Sorge, ihr habt nichts verpasst, was hier passiert ist. Das sah nämlich ungefähr so aus. Aber dafür haben wir auch richtig viel geschafft. Unsere gesamten Belize-Reisetipps zum Beispiel haben wir jetzt geschafft online zu stellen. Unsere Route, Kosten, Sehenswürdigkeiten, Insider-Tipps, Unterkünfte. Unser gesamtes Belize-Wissen online. Verlinken wir unten. Alle Vlogs sind jetzt komplett fertig geschnitten und online. Wir sind jetzt also wieder up to date. Und Newsletter. Wir haben wieder einen Newsletter. Wir haben den Anbieter gewechselt. Seitdem wir zurück sind aus Österreich, gibt es wieder Newsletter. Wir haben es geschafft. Wir. Danke. Das wird aber heute kein stumpfer, wir sitzen bei uns zu Hause auf der Couch-Vlog und erzählen euch, was wir alles Tolles gemacht haben, sondern heute ist endlich mal was los in Düsseldorf. Andalusien ist in Düsseldorf, also nicht Andalusien selber, sondern Tourismus Andalusien ist hier in Düsseldorf, veranstaltet hier so eine kleine Party. Mit hier. Die wussten, dass wir aus Düsseldorf kommen, dass wir gerade in Düsseldorf sind und haben uns gefragt, ob wir nicht mal vorbeikommen wollen. Berichten, weil wir quasi im Auftrag für dich hier sind, muss hier irgendwo Werbung gleich erscheinen. Genau, aber ich passend dazu direkt mal meine Sonnenbrille mitgenommen, wie man das in Andalusien so macht. Und da würde ich sagen, nehmen wir euch jetzt mal ein bisschen mit nach Andalusien. Yep. Und direkt erstmal zum Buffetstand. Ich habe gerade gemerkt, das Buffet war noch gar nicht eröffnet. Ich glaube, ich habe es jetzt eröffnet. Das war der Grund, warum ich da gerade alleine stand. Und was siehst du gerade? Ich bin gerade mitten in der Höhle. Und du? Ihr seht top aus mit der Brille. So, und jetzt nochmal ohne VR-Brille die beiden von Weltmeister, die auch aus Düsseldorf kommen und die wir heute das erste Mal persönlich getroffen haben. Also wir haben es selbst nie geschafft, bei uns in die Kamera zu reden, deswegen können wir das jetzt hier machen. Jawohl, jetzt schicken wir alle dann rüber zu uns von den beiden. Wusstet ihr, dass man da Skifahren kann? Halbe Stunde vom Meer entfernt, kannst Skifahren. Ja, Fazit von dem Tag. Andalusien kann tanzen, Skifahren, Wein, Natur, Strand, Höhlen. Ja, und natürlich noch eine Menge mehr, aber mehr Fotos hat die Fotobox nicht hergegeben. Ich sammle die kurz eben auf. Das hat so Bock gemacht, hier zu filmen irgendwie und das Ganze festzuhalten. Aber mal ein richtig cooles Event. Wir müssen ja zugeben, Düsseldorf hat viele Events, aber zu den seltensten gehen wir. Aber wenn es ums Reisen geht, dann sind wir doch dabei, ne? So, wir lassen den Abend jetzt hier noch am Rhein ausklingen
Und jetzt mal beiseite geschoben, dass das gerade eigentlich Werbung war. Das war unsere erste Auftragsarbeit, ein Video über ein Event zu machen. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es hat so Bock gemacht. Wir haben so unfassbar viel gefilmt, weil das so Spaß gemacht hat. Einfach nur Hammer. Die Christina von Weltmeise ist nämlich gleichzeitig auch noch Fotografin. Und jetzt erwischen wir sie direkt beim Arbeiten. Fotografiert eine Band hier. Akku blinkt, wir machen mal schnell Outro-Time, okay? Ja. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier geht's zum letzten Video. Und hier das nächste Video, wenn es online ist. Hier.